Hallo Leute, mein Name ist Michael Herzog und ich bin Freifunker aus der Domäne Emscherland. Ihr habt euch sicher schon mal gefragt, warum ihr diese vorgepackten Firmware-Dateien von der Webseite eurer Community herunterladen müsst, wo doch alles Open Source ist. Müsst ihr nicht, ihr könnt diese Firmware-Dateien auch selbst backen. Warum man sowas machen sollte? Vielleicht gibt es eine neue Gluon-Version, die noch nicht für eure Community bereitsteht. Oder ihr sucht Support für einen bestimmten Router, der irgendwie in der Downloadliste fehlt. Oder euch gefallen die Standardeinstellungen für eure Community einfach nicht und ihr wollt euch da selbst verwirklichen. Der Prozess ist eigentlich recht gut dokumentiert und auch nicht sonderlich kompliziert, aber wenn ihr, wie ich, hauptsächlich auf Windows-Rechnern unterwegs seid, müsst ihr euch erstmal eine passende Arbeitsumgebung schaffen. Wenn ihr sowieso auf Linux arbeitet, könnt ihr die nächsten paar Minuten überspringen und direkt loslegen. Ich richte mir erstmal einen virtuellen Linux-Rechner ein. Dafür habe ich mir die Software VirtualBox von Oracle heruntergeladen und eine aktuelle Ubuntu-Server-Version als ISO-Datei. So, neue VM. Wir haben ein Linux. Die Voreinstellung Ubuntu 64-Bit ist schon richtig. Name, irgendwas Sprechendes. Make Gluon. 4 GB RAM müssen schon sein, ist ja genug da. Festplatte brauchen wir auch. VDI passt. Dynamisch alloziiert, jo. Auf C ist natürlich kaum Platz frei, deswegen lege ich die virtuelle Festplatte auf G an. 8 GB sind ein bisschen knapp, wir werden so um die 30 GB brauchen. Okido, das sind hier alle Standardeinstellungen. Schon nicht ganz verkehrt, aber da schauen wir lieber nochmal drüber. Ändern. Allgemein passt. System. Ein Prozessor ist ein wenig. Ich habe hier ja schließlich einen Quad-Core. Häkchen hier, die CPU-Beschleunigungsoptionen sind auch an, gut so. Anzeige, Ubuntu LTS kommt ohne grafische Benutzeroberfläche, 12 MB sind also reichlich. Den IDE-Controller schmeiße ich ganz raus, dafür kommt ein virtuelles DVD-Laufwerk an den SATA-Controller. Von dem installieren wir das Ubuntu, also gehört als Medium auch die heruntergeladene ISO-Datei in das virtuelle Laufwerk. Musik gibt's keine, also deaktivieren wir Audio komplett. Eine Netzwerkverbindung brauchen wir auch. NAT reicht uns allerdings nicht. Wir stellen die Netzwerkbrücke ein und binden die Verbindung an ein vorhandenes Netzwerkinterface. In diesem Fall meinen WLAN-Adapter. Okay, der Rest passt so. Wir können unseren virtuellen PC starten. Start. Die Installation skizziere ich nur kurz. Ist ziemlich selbsterklärend. Deutsche Sprache, deutsche Tastatur. Den Rechner nenne ich wie die VM. Administratornutzer einrichten mit Passwort. Verschlüsselung brauchen wir nicht. Zeitzone Berlin ist okay. Wir benutzen die ganze Festplatte, die ist ja eh nur virtuell. Yo. HTTP-Proxy brauchen wir nicht, wir benutzen ja das Netzwerk von Windows mit. Installier. Sicherheitsupdates, okay. An zusätzlicher Software brauchen wir nur den OpenSSH-Server, weil wir ja schon aus den anderen Tutorials wissen, dass SSH-Zugriff immer gut ist. Installier. Ja, den Bootloader möchten wir auf unserer virtuellen Festplatte installieren. Installier. Fast geschafft. Weiter. Das Ubuntu startet. Wir loggen uns einmal ein, um nachzuschauen, welche IP wir zugewiesen gekriegt haben. 192, 168, 178, 43. Wenn euer Linux das nicht gleich anzeigt, könnt ihr euch die Lage der Nation auch mit dem Befehl ifconfig anzeigen lassen. Ich arbeite nämlich nicht so gerne in diesem Fenster, sondern verbinde mich über PuTTY mit der virtuellen Maschine. So wie wir es auch mit unseren Routern machen. Verbinden. Ab hier können auch die Leute wieder mitmachen, die bereits auf Linux arbeiten. Statt PuTTY machen diese ein Terminalfenster auf oder arbeiten direkt auf der Shell. Yo! Jetzt schauen wir erstmal in der Gluon-Doku nach, was wir so alles brauchen, um eine Firmware zu erstellen. Getting started. Hier stehen die ganzen Pakete, die wir brauchen und jetzt erstmal nachinstallieren. Sudo für Adminrechte, apt-get install. Und jetzt die ganzen Pakete. Git, Subversion, Build Essential, Gorg, Unzip, libncurses 5dev, zlib 1gdev und weil ich aus Erfahrung schon weiß, dass es sonst später Fehler gibt, libssl-dev. Nochmal mein Passwort. Das Fenster machen wir mal ein bisschen größer, damit wir mehr von der Ausgabe sehen. Sieht alles gut aus. Ja, schreib mir die Platte voll.
Weiter geht's. Jetzt laden wir uns das Gluon Repository von GitHub herunter. Den ersten Teil kopieren wir uns direkt aus dem Browserfenster. Git clone und so weiter bis zum B. Einfügen mit der rechten Maustaste. Das aktuelle Release steht links auf der Webseite. Für uns ist das v2015.1.2. Kopieren und einfügen. Okay, das nächste hier machen wir nicht. Wir wollen ja keine komplett neue Konfiguration anlegen, sondern die unserer eigenen Community benutzen. In das Unterverzeichnis Gluon müssen wir trotzdem. CD Gluon. Die Konfiguration eurer Community, die sogenannte Site, sollte auch auf GitHub zu finden sein. Meine ist Freifunk Emscherland oder FFEL. Die rufe ich mir jetzt mal auf. Ich kopiere mir die URL für den Download aus dem nächsten kleinen Kasten. Git clone kann stehen bleiben. Hier die Adresse und das Ganze in das Unterverzeichnis Site. Das sind nur ein paar Kilobyte, geht schnell. Dann gehen wir mal in das Unterverzeichnis Site und schauen uns die Konfiguration an. In I18n sind die Texte drin, die interessieren uns erstmal nicht. Die Site.conf beinhaltet die Standardkonfiguration für Freifunkknoten. Funkeigenschaften, Adressen der Supernodes, Auto-Update-Einstellungen, das alles steht hier. Die Site.mk beinhaltet Einstellungen, welche sich auf die Erstellung der Firmware auswirken. Am Anfang stehen die ganzen Pakete, welche zusätzlich in die Firmware hineingebacken werden. Hier könnt ihr zum Beispiel eine andere Batman-Version angeben, Erweiterungen für die Konfigurationsoberfläche ausblenden bzw. ganz neue Pakete vorgeben. Diese ganzen Variablen hier unten beeinflussen das eigentliche Backen. Hier wird festgelegt, welche Versionsnummer euer Gluon kriegt, für welche Routertypen Firmwares gebacken werden und weiteres mehr. In diesem Kommentar steht schon, dass man diese Variablen auch direkt beim Aufruf setzen kann, deswegen sparen wir uns das Ändern an dieser Stelle. Wo jetzt feststeht, welche Pakete in die Firmware kommen, können wir diese aus dem Internet zusammensammeln. Dazu gehen wir erstmal wieder eine Verzeichnisebene höher nach Gluon. Dann schmeißen wir die Zusammensammelmaschine an mit dem Befehl make update. Hier können wir schön sehen, dass Gluon auf OpenWrt basiert. Der erste Download ist nämlich OpenWrt selbst. So langsam wird es spannend. Vorhin habt ihr ja schon gesehen, dass es Gluon für verschiedene sogenannte Targets gibt. Die lasse ich mir mit dem Befehl make mit einer leeren Variable gluon-target einmal anzeigen. Ein Target kann man sich als eine Art Hardware-Profil vorstellen. Viele Routermodelle sind sich nämlich vom Innenleben her ziemlich ähnlich und können unter einem gemeinsamen Target abgefrühstückt werden. Dann bauen wir uns mal unseren Aufruf zusammen. Make, klar. J4, bitte benutze 4 Prozessorkerne, deswegen habe ich sie der VM ja zugewiesen. Gluon Target gleich AR71XX Generic. Erstmal die populärsten Modelle. Welche Variablen haben wir noch in der Site.mk gesehen? Gluon Branch gleich Experimental. Die Version ist ja nicht für alle, sondern nur für uns zum Herumspielen. Gluon Release gleich 0.7, gefolgt von einer Tilde und einem Aufruf der Funktion Date, welche Datum und Uhrzeit in die Versionsnummer schreibt. Und Abflug. Das mit dem Aufruf von Date müsst ihr euch natürlich nicht antun. Viele Leute finden so eine Kennzeichnung ganz praktisch, wenn sie viele kleine Änderungen durchprobieren. 0.7.666 wäre auch gegangen, oder 12345 Clownsnase. Probleme kann euch da höchstens der Auto-Updater machen, wenn er denkt, dass eure Version älter ist als das aktuelle offizielle Release und bei nächster Gelegenheit eure Änderungen wieder überschreibt. Tja, das kann jetzt eine ganze Weile dauern. Vor allem der erste Aufruf braucht Zeit, weil Make sich erstmal die ganzen Tools zusammenkompiliert. Okay, das spule ich jetzt mal vor, bevor er mir hier noch einschlaft. So, hier kann man schon sehen, wie das Make-Script sich durch die verschiedenen Firmware-Images durcharbeitet. Ach ja, eine Option habe ich noch unterschlagen. In der Theorie hat Gluon Support für mehr Routermodelle, als euch standardmäßig in der Firmware-Liste angezeigt werden. Das kann man ganz gut sehen, wenn man sich auf GitHub mal durch das Repository von Gluon klickt und sich die Targets genauer anschaut. Verschiedene Einträge sind hier als Broken gekennzeichnet. Das heißt nicht, dass dieses Gerät direkt abraucht, wenn man es mit Gluon bestückt. Häufig heißt es, dass das Gerät von den verbauten Teilen her eigentlich mit Gluon funktionieren sollte, aber noch kein Freifunker dazu gekommen ist, diesen Support wirklich mal durchzutesten. Manche Geräte sind nun mal relativ selten im Einsatz. Da kann es schon mal vorkommen, dass man der erste Freifunker ist, der damit auf Wanderschaft geht. Um auch für diese Geräte eine Firmware zu kriegen, hole ich mir nochmal unseren Aufruf von Make zurück und setze dahinter noch Broken gleich 1. Kompilier, kompilier, kompilier.
Hier sehen wir auf einmal Geräte, die wir vorher nicht zu sehen gekriegt haben, wie zum Beispiel den Archer C7. Schauen wir uns die Pracht doch mal an. CD Images, CD Factory. Oh, die Liste ist doch schon recht lang geworden. Jetzt müssen unsere Dateien natürlich noch irgendwie aus unserer VM heraus auf einen echten Rechner. Wer direkt auf Linux arbeitet, hat das Problem natürlich nicht. Ich, Armatropf, bin aber nach wie vor auf meinem Windows-Rechner unterwegs und muss mir jetzt was überlegen. Dazu nehme ich mir das Programm FileZilla. Generell geht jedes Tool mit SFTP-Unterstützung. Zur Not bringt Putty sogar das Kommandozeilentool SCP mit. Das möchte ich euch aber hier nicht antun. Wie war denn nochmal unsere IP? Mal eben mit ifconfig nachschauen. Okay. So, FileZilla. Server McLuhan, Protokoll, SSH File Transfer Protocol, die Server IP ist die 43, anmelden müssen wir uns natürlich auch mit Benutzernamen und Passwort. Das sieht doch bekannt aus. Mein altes Images-Verzeichnis mache ich mal eben weg, dann ist auch genug Platz für die frisch gebackenen Firmware-Images. So, da sind sie alle, bereit für den Einsatz. Tja, das war's schon. Dann sage ich mal viel Spaß beim weiteren Firmware-Backen und danke, dass ihr bei Freifunk mitmacht.